Mit Spannung erwarteten die Quartalssieger 2017 der Unternehmen in Ostthüringen den Abend des 30. Mai im IHK-Ausbildungszentrum in Gera. Die OTZ hatte eingeladen, um zwei Jahressieger zu küren, die zum einen von den Lesern der Zeitung und zum anderen durch eine Fachjury gewählt wurden. Die Jury bewertete die Unternehmen komplex anhand vielfältiger Kriterien, wie OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch dem Publikum erläuterte. Und wir haben es natürlich in der Jury besonders schwer, weil wir ja, ich sag mal, quartalsmäßig 13 Unternehmen haben, aber aus verschiedenen Branchen. Das heißt, sie haben manchmal aus der Landwirtschaft welche, dann haben sie, ich sag mal, eine Speditionsfirma, dann haben sie einen Tischler, dann haben sie einen Bäcker, dann haben sie, ich sag mal, eine IT-Firma. Und da natürlich jetzt herauszufinden, wer ist dann angeblich der Beste, ist eigentlich nicht möglich. Sondern man baut im Endeffekt so die Mosaiksteinchen zusammen und bewertet dann, ich sag mal, in dem Team von 4 Leuten, 5 Leuten, wer dann sozusagen der Quartalssieger ist. Und am schwierigsten wird es natürlich dann beim Jahressieger. Größten Wert legen wir auf soziale Kompetenzen, gepaart natürlich mit unternehmerischem Erfolg. Weil was nützt mir eine Firma, die erfolgreich ist und eine Art modernen Sklavenhandel betreibt? Das muss man schon unterscheiden. Seit 2014 stellt die Ostthüringer Zeitung jede Woche ein Unternehmen aus Ostthüringen vor. Eine Jury nominiert jedes Jahr 4 Finalteilnehmer. Die Leser wählen ebenfalls 4 Finalisten. Gestern Abend wurden dann die Sieger für 2017 gekürt. Die meisten Stimmen der Leser konnte dabei die Güterverwaltung Nikolaus Schmidt AG Rothenacker auf sich vereinen. Durch die Unternehmensgruppe wird eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 2400 Hektar bewirtschaftet. Zudem unterhalten sie insgesamt 2000 Rinder, darunter viele Kühe. Neben 2 landwirtschaftlichen Biogasanlagen setzt man in Rothenacker auch auf Photovoltaik. Also wir waren schon sehr überrascht, als wir den Quartalspreis gewonnen haben. Das war ja dann im März, also erstes Quartal haben wir ja gewonnen. Und jetzt vor der Abstimmung oder während der Abstimmung haben eine Menge Leute aus der Region gesagt, wir haben euch mitgewählt. Aber ich hätte trotzdem nie gedacht, dass wir den Preis gewinnen hier. Es ist ja trotzdem die Mitbewerber, wenn wir sind, oder die anderen Firmen sind ja auch nicht schlecht. Das ist der Preis der Mitarbeiter. Und wir sind nur der Betrieb, das Unternehmen kann nur so gut sein, wie seine Mitarbeiter es ist. Und wir haben gute Mitarbeiter. Ich habe zum Beispiel im Stall, was ja als Melker, was nicht die Arbeit ist, die alle unbedingt machen wollen, das ist klar. Und trotzdem habe ich ein durchschnittliches Alter von 33 Jahre Durchschnittsalter. Und das ist schon eine gute Sache, denke ich. Die Juroren wurden durch die Saalfelder RSP GmbH überzeugt. Entstanden nach der Wende durch Ideen und handwerkliches Geschick, bauen sie heute Saugbagger für Unternehmen in der ganzen Welt. Es ist schon überraschend gewesen, Quartalssieger zu werden, wobei wir regional nicht uns so präsentieren, weil wir doch ein überregionales und international agierendes Unternehmen sind, dass wir natürlich bei der Konkurrenz jetzt und bei diesen wunderbaren anderen Firmen dann auch noch der Jahressieger geworden sind, ist natürlich viel schöner noch und spornt sicherlich unsere Mitarbeiter noch mehr an. Für die Saalfelder kam der Sieg mehr als überraschend, war die Konkurrenz doch sehr stark. Ja, was nehme ich mit? Eigentlich, dass es doch sich lohnt, auch regional hier sich zu präsentieren, gerade um auch den mangelnden Fachkräftebedarf abzudecken und sich als guter Arbeitgeber zu präsentieren, der eben auch eine soziale Verantwortung in Bereichen hat, die uns tangieren oder überhaupt in der Region und Ansporn ist auch für alle im Team. Auch 2018 wird es wieder Auszeichnungen für Ostthüringer Unternehmen geben. Wer dabei den Jahressieg holen wird, das zeigt sich Mitte 2019.